Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn du in meiner Nähe bist. Du, mitkommen! Was? Ich bin dein neuer Herr und Meister. Du hast Glück, denn bei mir wirst du es gut haben. Was? Du bist zwar klein, aber ich werde schon einen guten Preis für dich rausschlagen. Was? Hier die Besitzurkunde für dich. Du gehörst mir. Endlich bin ich wieder ein richtiger Sklaventreiber mit Bestand. Aber mein Boss? Der bin ich. Ruhe jetzt und los! Los, mach schon. Ich will endlich diese Todesgrube verlassen. Was sollte ich denn nochmal besorgen? Mann, ist das denn so schwer? Zwei Tücher sowie Hammer und Meißel. Jetzt aber flott. Ich fliege! Steinblöcke rollen dem Nil entgegen. Seltsam. Da steht so viel wie hier öffnen. Man kann sich schnell den Tod holen, wenn man allein durch die Wüste irrt. Wow! Moses? Was? Wer spricht da? Bist du Moses? Nein. Verdammt! Wo treibt sich dieser Nichtsnutz schon wieder rum? Ich bin nämlich der Pharao. Was? Dann lass mein Volk ziehen! Ist Moses nicht ein Fußballspieler? Aber nur, weil sich mit Rebellion kein Geld machen lässt. Er ist unser Fundraiser. Besteht dein Volk aus Büschen? Pharao, treib es nicht so weit. Mein Volk sind die Israeliten, die du knechtest. Seit wann können Büsche reden? Es gibt genau einen Busch, der vernünftig reden kann. Und das bin ich. Und ich bin der Gott der Israeliten. Auch ein Gott? Wie schön, einen Kollegen zu treffen. Gotteslästerer! Ein Pharao ist nur ein einfacher Mensch. Und wenn du zu mir ins Himmelreich kommen willst, solltest du dein überdimensionales Ego lieber jetzt schon mal zurückschrauben. Du bist für einen Busch eigentlich ganz in Ordnung. Danke. Du scheinst mir ein ganz vernünftiger Kerl zu sein. Auf jeden Fall hast du mehr in der Birne als dieser Moses. Sag mal, hättest du vielleicht Interesse daran, mein Volk aus Ägypten zu führen? Bitte was? Schade. Naja, war eine Nachfrage wert. Aha, der Pharao.
Du bist aber ein ziemlich kleiner Busch. Hüte deine Zunge, Pharao. Auch ein kleiner Busch kann großes Unheil anrichten. Vielleicht können wir ja auch zusammenarbeiten. Kommt ganz darauf an. Ich bin eigentlich kein Freund von Gewaltenteilung. Aber ich bin ein Freund von Gewalt. Sie ist der Grundpfeiler meiner Politik. Ich glaube, das werden schwierige Koalitionsverhandlungen. Aha, der Pharao. Ich bin viel göttlicher als du. Göttlicher als Gott? Treib es nicht zu weit! Wieso musstest du dich unbedingt als alberner Busch manifestieren? Mach mich nicht wütend! Ich mag Büsche! Und was soll ich denn sonst nehmen in dieser kargen Umgebung? Ein Sandkorn? Hä? Ich werde hier einen Park bauen. Aber mit Tulpen. Die Büsche kommen alle weg. Das... Du! Oh nein! Jetzt ist es schon wieder passiert. Das passiert mir immer, wenn ich mich aufrege. Oh Mann! Das letzte Mal hat mich dieser Moses zur Weißglut gebracht. Jetzt muss ich wieder auf die nächste Regenzeit warten. Oder? Ich könnte eine Sintflut schicken. Ein äußerst seltsames Gewächs. Braten wirst auch du noch, Pharao. Ein Ei in der Pfanne. Mehr oder weniger. Was tust du da? Das ist ja wohl die Höhe. Warte nur. Ich werde dein Reich mit Plagen überziehen. Plagen, jawohl. Es wird Heuschrecken regnen. Und Frösche fallen vom Himmel. Und außerdem Hagel. Jawohl. Was immer du sagst, aber dieses Spiegelei ist nun herrlich angebraten. Braten wirst auch du noch, Pharao. Nett von dir, danke. Wow, ein kleiner Hammer zum präzisen Arbeiten mit dem Meißel. Ich werde sie sicher nicht mehr brauchen. Danke, wir sehen uns. Ein futuristisches Werkzeug des seltsamen Sklaven. Die Tücher werden uns weiterhelfen. Ein Hammer, sehr schön. Hier, großer Sklavenboss, habe alles besorgt. Bei den verfaulten Füßen des Pharao. Endlich werden wir den Todessteinbruch verlassen. Der Plan ist wie folgt. Zuerst verbinden wir uns mit den Tüchern die Augen. Jedes Kind weiß, dass uns das unsichtbar machen wird. Was? Und wenn wir erstmal unsichtbar sind, dann nehmen wir Hammer und Meißel und meißeln uns blitzschnell durch diese Felswand. Was? Ein großartiger Plan, nicht wahr? Bist du total irre? Bitte? Also das ist ja wirklich das Dämlichste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Aber ich... Kein Aber! Tücher machen doch niemand unsichtbar! Aber früher dachte ich... Und durch diesen Berg meißeln! Das würde Jahre dauern! Jahre? Wie lang ist das? Ich glaube das nicht. Da schufte ich mir den Buckel krumm und der Spinner hat nur Blödsinn im Kopf. Also ich fand den Plan gut. Ich gehe. Sofort. Was kann schon noch Schlimmeres passieren als dieses Debakel hier? Macht Platz für den Pharao! Den Pharao? Aber ich bin doch... Du bist was? Schon gut. Was will der Pharao hier? Ich erlasse eine Order. Es muss sofort ein geheimer Tempel gefunden werden, in dem sich ein heiliger Gegenstand befindet. An alle meine Sklaven,
Sucht diesen Tempel! Dieser Betrüger! Wir sollen also einen Tempel suchen. Hey, vielleicht ist das ja unsere Chance zu entkommen. In allen Tempeln sind versteckte Geheimgänge. Du weißt viel. Bin herumgekommen. Nun gut, wenn dir mein Ausbruchsplan nicht gefällt, dann sehen wir mal, ob deiner besser ist. Ich werde nach Hinweisen suchen, wo dieser geheime Tempel versteckt sein könnte. Dann gehen wir durch den Tempel nach draußen. Tücher, Hammer und Meißel. Ich fasse es immer noch nicht. Och Mann,